Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2. Es ist jetzt mittlerweile über einem Jahr her, dass ich das erste Kapitel gespielt habe und seitdem das Spiel nicht mehr angerührt habe. Und das möchte ich ändern und deswegen wird Life is Strange 2 jetzt ein Wochenendprojekt. Jeden Samstag und Sonntag, wenn ich es schaffe, kommt eine Folge online. Wenn nicht, dann nicht. Zum Streamen komme ich aktuell nicht mehr, deswegen starten wir jetzt einfach so in das neue Kapitel ein. Ich sehe so schon, wie unten rechts die Würfel entlanglaufen. Eine Sekunde. So. Bin ich cute? Bin ich cute? Okay, den langen Ladenstream habe ich nicht vermisst. Once upon a time, in a wild, wild world. There were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures and barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up, but the wolf brothers managed to escape with the help of a friendly bear. He showed them how to survive and help them find a warm camp for the night. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. That's how they found themselves even further, headed to the faraway land of their pop, where they hope to find peace. Life is Strange 2 ist ein Spiel, in dem der Schwerkraft aus Spielentscheidungen liegt. Die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum und deinen Bruder aus, wählerweise. Oder mit Bedacht. An unsere Großeltern. December 2016. National Forest. Oh, cutie. Try with this one. That one's too easy. Look. Don't brag. It was too heavy for you a few days ago. Let's try to lift something else. Not too heavy, though. I'm a little tired. I'm so glad Daniel took this little girl with us. An ihm lassen. Halte ZL, um mit Daniel zu interagieren, wenn dieses Symbol angezeigt wird. Okay. Aber ich möchte mich jetzt nochmal ein bisschen anders umsehen.
Sometimes he looks so scared of himself. Gibt's eigentlich hier was Neues? Ja, definitiv. Wir haben immer noch die Kondome. Taschenmesser, die Klinge muss geschärft werden, aber es ist trotzdem ein nützliches Werkzeug. Das ist doch wunderbar. Wieder ein bisschen Tannenzapfen und Kieferzapfen. Weiß nicht, wo wir aufgehört haben. Was hat hier aufgehört? Also gehe ich mal davon aus, dass wir ab hier lesen müssen. Ist nur die Karte. Und hier die ganzen Achievements, die wir bisher... Oder Collectibles, die wir bisher gesehen haben. Was ist denn hier denn noch? Genau. Rudi hat uns sein Zimmer besorgt. Er ist der absolute Boss. Er hat uns sogar etwas Geld gegeben. Ich hoffe wirklich, dass wir ihn eines Tages wiedersehen. Wir entspannen uns ein wenig. Ist ewig her. Ein richtiges Bett. Fast zu bequem, um wahr zu sein. 55165268. Es tut mir leid. Ich habe Layla nicht angerufen. Zu gefährlich. Hört dir vielleicht Ärger ein. Mein Handy geht jetzt schwimmen. Ist sicherer so. Von der Bildfläche verschwinden. No. Was zum verfluchten Teufel? Was passiert mit Daniel? Was ist er? Wann hat das angefangen? Das gleiche wie in Seattle? Scheiße, was mache ich jetzt? 1. November 2016. Wieder unterwegs. Wir müssen uns ein Versteck suchen. Und dann Puerto Lobos. Brauchen Geld und Vorräte, bevor wir uns auf den Weg nach Puerto Lobos machen. Wir verstecken uns irgendwo, bis wir wissen, was zum Teufel mit Daniel los ist. Keinen Plan, wie wir damit umgehen. Müde. Versuche zu schlafen. Warm hier. Very Bus bringt uns dorthin, wo sie sein sollen. Wo sie sein wollen. Wo? Wir steigen an der nächsten Station aus, wo auch immer das ist. Secondhand-Laden in einer Stadt im Südosten von Albany. Hab Kleidung für Daniel und mich gefunden. Harry war cool. Haben jemanden Schuppen mal geschlafen? 1 von 5 Sterne, nicht zu empfehlen, alles juckt. Der Sockengang. Schlafen im Obdachlosenheim. Falsche Namen. Schien sie nicht zu kümmern. Niemand scheint es einen Scheiß zu interessieren. Die haben sogar Trüffel reingelassen. Unsichtbar. Wir verlassen die Stadt. Ein Junkie in Obdachlosenheim hat gestern fast unseren Kram geklaut. Danny ist ausgeflippt und die Lichter flackerten. Wir können keinen weiteren Vorfall riskieren. Wir gehen wieder in den Wald. Ist im Moment so gefährlich, ihn um Leute zu haben. Bin so müde. Per Anhalter Highway 20 entlang gefahren. Eine Geologin auf dem Weg zu Mr. zu M.T. Jefferson hat uns eingesammelt, aber nicht viel geredet. Dr. Jefferson. Haben ihr gesagt, dass wir auf einem Überlebenstrip sind. Laugh my ass off. Die wahrste Lüge, die ich je erzählt habe. OMG, wir haben ein Haus gefunden, ein echtes, verfluchtes Haus. Sieht wie eine verlassene Hütte aus. Hier war seit Jahren niemand. Hier einfach auf uns gewartet. Hat hier einfach auf uns gewartet, gab es im Stil von Hänsel und Gretel. Mauspalast. Schön. Eingezogen, musste Danny allein lassen, um nach Essen zu suchen. Er hasst mich. Ich hasse mich auch dafür, dass ich ihn alleine lasse. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Rund 1,5 Kilometer entfernt. Letzte Stadt, rechts. 1 Stunde. Durchmesser, gleich fallen. Die nächste Stadt ist 25 Kilometer von weit entfernt. Da kann ich nicht jeden Tag pendeln. Ich habe bei einem Supermarkt im Müll gewühlt. Jackpot, abgefahren, wie viel gutes Zeug die wegschmeißen. Stein, Köder, Zweige, Lose. 6-mal Tassennudeln, 4-mal Tomatensuppe, 3-mal Cracker, 5-mal Ravioli, Ravioli mit Parmesan darauf, 3-mal Apfelmus, 3-mal Bananen und 4-mal Kartoffeln.
denke, damit kommen wir circa 2 Wochen klar. Danach muss ich den Vorrat auffüllen. Hab den Rückweg gefunden, Danny geht's gut. Aber er hat einige Sachen im Haus geschrottet, als er seine Kraft einsetzen versuchte. Ich muss ihnen helfen, sie zu kontrollieren. Training beginnt morgen. Konzentration, Gewicht, Größe. Nur finde ich Skizzen so süß. Schiff, Captain, Crew. Keine Crew ohne einen Captain und kein Captain ohne ein Schiff. Schiff gleich 6, Captain 5, Crew gleich 4. Wenn Schiff, Captain und Crew versammelt sind und nur dann kannst du die letzten Würfe als Beute einsetzen. Der erste Spieler, der 20 Punkte erbeutet, gewinnt das Spiel. Ahoi, die Abenteuer von Dan und Trüffel. Er hat's geschafft. Sean Daniel, 7, 11, 16, 18, 27, 29, wieder verloren. Heute zurück in der Stadt. Laufen war langsamer im Schnee. Müll gewühlt, haufenweise gutes Zeug gefunden. Wir können Leute so viel Essen verschwenden. Müllbär, Persönlichkeit. Nicht wirklich Müllbär, ich dachte Müllbar. Daniel krank, erschöpft und hustet. Ich lasse es langsam angehen mit dem Training draußen, bis es ihm besser geht. Vielleicht muss ich mal zurück in die Stadt für Medizin. 50 Kilometer im Schnee? Sean Daniel, 8, 12, 17, 25, 29. Okay, du hattest Glück. Diesmal schmollt. Okay, dann hätten wir das auch geschafft. Okay, dann würde ich mal sagen, heb doch mal Trüffel hoch. You could try and lift Mushroom? Are you kidding? I don't wanna hurt her. Yeah, you're probably right. Let's leave the puppy out of this. Es ist ja nicht so schwer. Aber nimm einfach den Stein. Daniel is learning so fast. Wonder what the limits are. How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones. You can do this. Trust me. Just relax. Focus. I'll try. Holy shit! I did it! Like a boss. You're getting good at this. You see that mushroom? That was the biggest rock ever. Er hat's gut gemeistert. Jetzt kann ich mich ja ganz normal umsehen. Welcome to Telekinesis 101. Please don't kill your teacher. How about trying out that rock over there? Just one more time. We already tried yesterday. And the day before. It's too far. I can't reach it. You can do this. One more time. So close. I can feel it. Was kann ich denn hier noch auswählen? It's late and cold. Let's get done with this practice session. Not your usual shooting range, right? Komm dann. Jagen die Katzen sich gerade wieder durch die Gegend. Sorry dafür. Can you fly them all together without dropping any? Sure. Look. That's awesome, dude. You're getting way better at this.
Definitiv. Come on, dude. That's just the start. Let's try something else. Cool. You're like Coach Aaron. You're my power coach. Oh, Schneeballschlacht. Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool? Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Try it. So, damit würde er ja nicht getroffen werden. Da muss ich den. Ready? Yes! Look! Look what I can do, Sean! I knew you could. Hätte ich so machen müssen. You well. But you, you're a master student. Hey. That still sounds nasty. You're not getting better. I told you. I'm fine. Just a little beat. Well, you need to rest now. Superhero. Can we go back now? Yeah. Definitiv. Let's just fill up the canteens before we head back. Nebenbei schaue ich mich um. That has been going on for days, Daniel. I really don't like that. I told you. I'm fine. Man sieht ja erst die Sesamobjekte, wenn man das Kapitel durch hat, ne? Fehlt Flaschen. We should fill these up now. Don't want to go out during the night. Komm, dann füllen wir die mal auf. The helitanker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Gute Arbeit. Nice work, Daniel. Glad to see our training sessions are paying off. Thanks to you. So glad I don't have to touch that water. It's too fucking cold. Oops. Sorry. I said fucking. It's fine out here. There's no one to hear you curse. Say whatever the fuck you want. Cool. Aha, ob das so gut ist, was ich jetzt gemacht habe? Eventuell nicht. What did you find, Shroom? Finding that house was a miracle. Ich schaue mich jetzt mal hier etwas um, bevor wir da ins Haus gehen. Hier mit ZR kann ich rennen. Oh nein, ich hier am Häschen. Hier scheint nichts zu sein. Ein altes Kanu. I went canoeing with Dad on Wenatchee River once. Water was freezing cold, but we had so much fun. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder für euch da. Meine Katze miaut. Ach, der Kater versucht, die Katze zu locken zum Spiel. Are you getting hungry? Not really. Really? So, dann schaue ich mal kurz. You eat like a bear, but you don't gain any weight. Hier um. Dass wir hier irgendwas verpassen, wir es später nochmal nachholen müssen. Sean? The family that lived here. What do you think happened to them? Ausgezogen. Must have moved out. Maybe to another state. But they left all their stuff behind? I don't know, man. Maybe they live in Florida and only come here every 10 years. Maybe they got tired of these woods. I kinda like it here.
It's way cooler than that crappy town where the shelter was. I miss my friends. And my room. Sometimes. The family owned that cabin really seemed to enjoy themselves here. I never come back. Yeah. Me too. Daniel's definition of a cool snowman. I like it. Almost forgot to check out. We really nailed it with his two-headed snow ogre. Yeah. They're really badass. And Musher isn't even afraid of them anymore. Da oben ist eine Metalldose. Hey, what's that? Looks like a box or something. There must be a way to get this down somehow. Dann tun wir es doch mal anheben lassen von Daniel. Yo, Daniel, come here. What's up? Can you fly that box down from the tree? Duh, watch me. Duh. Dann schauen wir noch mal, was dort drin ist. Looks like an old cigar box. Let's check this out. Yeah, what's inside? Let's see. Cardboard caps. Badges. Is that a power bear? But he's wearing a different costume. Maybe an old design? Awesome! Can we keep it? Die Unterhose. Sure. That's pretty old school cool. Ah, sieh mal an, da haben wir ja schon Zug, komischer Schneemann, Gitarre, okay. Aber ist es halt immer, ah, hier ist noch eins, so, jetzt ist es wieder ausgeblendet, so. Schon viel besser. Eine alte Hundehütte. What kind of dog were you, Sandy? A cool stray mutt like our little mushroom. Ich frage mich wirklich, was hier passiert ist. Runaway millennials and part-time forest squatters at your service. Altes Spielzeug. How old are these kids today? Das frage ich mich auch. Eine Falle? Yep. Now me tonight. Holy shit. These traps suck. I'm so tired of eating canned food. Eine alte Axt und Holzhaufen. Too bad this wood is rotten. We had to cut some more to keep the house. Daniel helps me slice wood by holding the logs with his power. Pretty useful. Sean, what is wrong with my traps? I haven't caught anything. Wildlife one, Daniel zero. I guess. Schaue ich mich hier noch mal kurz um. Aber hier scheint nichts zu sein. Dann gehen wir noch mal in die Hütte rein. It's so silent out here. No neighbors, no roads. Fucking miracle we found this place 3 weeks ago. Infinity from Wonder. That's exactly what we need. Die Angelroute können wir uns noch ansehen. We tried to fish in the river, but we really sucked. Schiebetür. Oh, die Couch. Können wir uns hinsetzen? Tatsache. Der Gartenstuhl kann ich mir eigentlich auch noch ansehen. Yeah, not my kind of weeds. Sean.
Wieso wirklich? Hühnchen, geh zur Seite. Ich muss die Schüler begutachten. Must have been a really sweet spot to get a tan in the summer. Sieht aber wirklich ziemlich heruntergekommen aus. Also da war schon sehr lange niemand mehr. Nicht mal, wenn man alle 10 Jahre. Vorbeikommt. Dann setzen wir uns doch mal hin. I feel like this month has just flied over us. We're so lucky we found that old cabin. Gave us time to rest and process all that happened. Brody was right. We're stronger now. We look out for each other. We're in this together. These woods are so peaceful. So quiet. No planes, no highways. Just the river. Continuously flowing. I wish we could stay here longer. But Daniel's health is getting worse every day. And the food is running low. Will we need to move? Again? So, dann stehen wir doch mal wieder auf. Also bei jedem Life is Strange überall hinsetzen muss, da kommen schöne Dialoge und teilweise auch echte Lebenserfahrungen raus. We had to use Daniel's gift to break in. Betreten. Also Daniel hat also das Loch gemacht. Also wirklich. Da hätte ich ja schon mal aufräumen können, ne? Oh, cold. Don't worry. We'll make a fire. We're pros now. Dude. That cough doesn't sound too good. Nah, I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Don't, never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know. Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? I don't know. I mean, with my power, I can help us. Nur als letzter Ausweg. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I... had used it before. Dad might still be here. Daniel, it's my fault.
I shouldn't have let you alone outside. But I didn't help. I didn't do anything. Du hättest nichts machen können. You couldn't. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. Oh, since you're so cute. What about you? I'm always hungry. Then let's grub out. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. Okay, haben wir was Neues im Tagebuch? Nein. Okay. Da ist ein Schüssel. Shoot. Poor doggy's out of water. Dann einmal auffüllen, bitte. Hey, Shroom. You thirsty? Endlich Wasser. Good girl. Mecha robot ready for takeoff. Ein Familienfoto. Feels weird to be living in their home. Get Maggie und John. Agathe Force, Summer 03. Feels weird to be living in their home. 93. Komm ich jetzt auf 03? Eine Postkarte. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? Papa Hill. Beerbox Try. 367. Okay, ich hör auf. Cascadia, Oregon. Hi Papa, sag Hallo zu deinem kleinen Mädchen in Miami. Ja, hier scheint die Sonne und es brennt. Ich liebe es. Tom kennt jeden und ich warte die ganze Zeit darauf, Scarface zu sehen. Wir bleiben in der Wahnsinnswohnung seines Freundes mit Sicht auf Strand und Balkon. Ich komme mir so verwöhnt vor, doch ich weiß, dass John in einem Schloss in den Alpen ist, also habe ich kein schlechtes Gewissen. Außerdem gefällt es mir hier sehr. Echt toll, das neue Jahrtausend auf diese Weise zu beginnen. Ich vermisse die Urlaube in unserer geheimen Hütte, aber nicht die Waschbären in meinem Zimmer. Hoffentlich kannst du uns bald besuchen. Liebe euch alle. Maggie. I wish I helped Dad more with the house chores back then. Weißt du, wenn du dann hier putzt? Just saying. Oh. Wish I had more than tobacco, to be honest. Ist bei überall umsehen. There was a little bit left when we came. Pretty disgusting, but helps staying warm. So, wir können auch nochmal Trüffel ansehen. Oh, wir können Trüffel streicheln, ja. Oh, so now you let me pet you, huh? Give and take. I get it. HQ, I'm flying over the city. No danger. Keine Gefahr in Sicht. Scored with these clothes. Plus 5 street cred. He's definitely a fast learner. Maybe too fast. Wer weiß, Zeitschriften. The guy who came here sure had time to kill. In den Holzofen ansehen, aber was mache ich gleich? Erstmal Trüffelskissen. Mushroom clung to Daniel on the first nights. But now she loves her bed by the fire. Comic. Thank God kids used to spend vacations here. Daniel would have been mad without these. Mm-hmm. High school feels so far away now. Da kann man nur wieder zurück ins Inventar. Papas Bild. I hate it when I hear Daniel crying at night. Oh, der Arme. I can't do shit. Kind of weird to use stranger stuff every day, but not like we have a choice. This thing is strong as a rock. Okay, wir haben noch $4.03. Schön, dass er das aufgehoben hat. Was ist das denn? Eine Hatschpfeife? Wo hat er das denn auf einmal her?
Altes Telefon. Feels almost good to be cut off from everything. Hast du die Pfeife her? War es schon im letzten Kapitel dabei? Ich weiß ja nicht. Mal überall mal umsehen. No way I can give any of these to Daniel. Too risky. Hello, motel room soap. Ein Behälter. Pro tip. Always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. Ew. Once you get used to squatting, it's not so bad. Zerbrochenes Fensterhandtuch. No more peeing at night for Daniel. He got so scared. We're lucky he didn't blow up the house. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. It feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. At least we have fresh water in our front yard. Muss auch auffüllen, was hinzufügen. Hey, I put some clean water in the bathroom so you can wash a little. Manches Handtuch schon angesehen, ich weiß nicht. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. Also, Tür ansehen. We never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. Vielleicht finden wir ja irgendwann einen Schlüssel. Kaputter Rahmen. Yep. No more indoor training sessions. Was? Ihr habt das alles gemacht? Holy moly. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and keep it. Schau ich mich hier nochmal um. Poster. Gotta love one hit wonders. One hit wonder, genau. Perry, du bist das beste Schnabeltier. Warum habe ich gerade ausgerechnet dieses Lied im Kopf? Oh yeah, he definitely cared for us. Tankstellebesitzer konfrontiert Flüchtige. Die Polizei untersucht einen Raubüberfall, der durch die zwei Ausreißer aus Seattle durchgeführt wurde, die für den Tod eines Polizeioffizier im Oktober verantwortlich sein sollen. Hank Stamper, Besitzer einer Tankstelle am Highway 5 und eine Stütze der Gemeinschaft, sagte, er konfrontierte die Brüder Sean und Danny Diaz, nachdem er sie in seinem Laden erkannte. Stamper sagte der Polizei, dass die Brüder in der Wälder ankamen. Sie wirkten verloren. Ich wollte ihnen nur helfen. Er ist ein Vater und Bürger. How can I feel bad for him? Familie erinnert sich an sanften Polizisten, der in der Schießerei in Seattle starb. Ashley Matthews, Schwester von Wachtmeister Kindred Matthews, der in dem geheimnisvollen und kontroversen Vorfall in Seattle starb, welcher zwei Tote hinterließ, hat eine Mitteilung veröffentlicht in Bezug auf Drohungen, die sie erhielt und auf Kritik, die online an Beamten geübt wurde. Mein Bruder war ein lieber Mensch, der nur 6 Monate lang Polizist war und an diesem Tag nicht hätte allein sein sollen. Mein Herz ist bei der Diaz-Familie und allen Opfern dieses furchtbaren Unfalls. Auch uns. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter allein auf Patrouille gehen muss, wenn sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Kindred widmete sein Leben der Unterstützung anderer, besonders Kindern und Gefährten, heim und stellte seine Zeit stets für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, hinter einer Tastatur zu sitzen und zu urteilen und ihn anzugreifen, doch genauso wie wir und andere trauern, trauern wir um einen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Ist noch ein Brief? Wonder where Brody is now. Oh yeah. No internet. Sean, ich bin ein besserer Autor als Redner, also schreibe ich dir, während du und Danny im Auto schlafen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiter mitnehmen kann, aber dafür gibt es einen guten Grund. So dysfunktional sie auch sein mag, Familie ist Familie. Als wir uns begegneten, war ich auf dem Weg nach Utah, wo meine Mutter derzeit im Kampf gegen den Krebs verliert. Ich muss dorthin. Das haben wir ja schon mal gelesen. Du wirst ein paar Dollar in den Rucksack finden, das ist alles am Bargeld, was ich übrig habe, aber du brauchst es mehr als ich. Dein Ziel ist gut und du musst deinem Instinkt folgen, doch sei bitte vorsichtig und beschütze deinen Bruder um jeden Preis. Du wirst sehen, wenn du ihm die Wahrheit über Seattle erzählst, dass ihr durch das Teilen derselben Schmerzes stärker werdet. Wenn ihr Mexiko erreicht, haltet euch bedeckt, bis ihr Leute trefft, auf die ihr euch wirklich verlassen könnt.
Ich denke, dort seid ihr jedenfalls sicherer als hier. Ein toter Polizist ist mit der derzeitigen Lage kein guter Anfang für Verhandlungen. Ich wünschte, ich hätte euch beide unter besseren Umständen getroffen. Doch ich bin froh, dass ich euch nach Möglichkeit helfen konnte. Passt auf euch auf. Brody, PS. Melde dich, wenn ihr sicher seid. Triple Code West, ich bin immer online, solange ich nicht fahre. Buntstifte. Ein altes Radio. Dead for a week. But at least we got some news. Ein Buch. No excuse not to binge read. Und noch ein Brief. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Sehr geehrter Patrick Hill, dies ist eine Erinnerung an Ihre geplanten Chemotherapietermin in Hope Patientenzentrum am 8. September um 14 Uhr. Bitte lesen Sie die beigefügten Anweisungen als Vorbereitung auf Ihren Besuch. Falls Sie Fragen haben sollten, rufen Sie bitte unser Hauptbüro unter 55 Hope vom Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr an. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Fächer. Okay, dann wissen wir, was mit ihm passiert ist. Daniels Bau. Nice work, Daniel. All that Minecraft paid off. Minecraft. Okay. Kind of reminds me of Dad's cheesy posters. So, dann würde ich mal sagen, machen wir doch jetzt etwas Feuer. Oh, eine Spindel. Hm, schon, steck dein Finger dran. We're so lucky this thing is still working. Wouldn't have lasted long without heat. Feuer machen. Shit, where did I put my lighter? Muss ich mal Feuerzeug durchsuchen? Wo könnte er sein Feuerzeug hingetan haben? Ich habe mich ja eigentlich überall umgeguckt. Powers have improved over the last weeks. Hier eigentlich umgeguckt. Ich hab bitte nochmal in die Tasche. This thing is strong as a rock. Hier sehe ich kein Feuerzeug. I wonder how far it can go. Oh, ein Waschbär. Hey, look! Her buddy Raccoon is back. I got my eyes on him. He stole Mushroom's ravioli yesterday. Yeah. Next time we'll call the forest cops. Whiskered thug. We really lucked out stumbling into this. Daniel needs a doggo friend. Wir können ihm was beibringen. Ready for today's training, puppy? Sit. Shroom, sit. Seriously, girl. Sit. Mushroom, sit, girl. Are you kidding me? You just don't know how to talk to her. I'll remember this, traitor. Ja, schon, du kannst einfach nicht mit Hunden umgehen. So, wo ist denn jetzt bitte schön das Feuerzeug? Last night das Ravioli. So it shouldn't be far. Die Kerzen. Hier ist eine Kerze, aber kein Feuerzeug. Ich glaube, ich bin ein bisschen blind.
Daniel's been sick for more than a week. Das ist nicht gut. Feuerzeug, wo bist du? Feuerzeug. Vielleicht ist es doch hier. Ich hab's übersehen. Boah, ich hab's aber richtig übersehen, du. This thing has saved our ass. War so richtig hart. To get warm. So, dann machen wir noch das Feuer und dann ist die Folge, würde ich mal sagen, für heute vorbei. Mal 45 Minuten für Life is Strange ist eine gute Zeit. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Gut, es speichert auch direkt. Guess it's time to start cooking. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Life is Strange 2. Bis dahin, tüdelü.